Ja, was soll ich sagen? Glückwunsch einerseits an Österreich, aber man sieht auch, wie grausam Fußball sein kann. Man spielt ein Topspiel gegen einen starken Gegner, vielleicht gegen einen Favoriten dieser Europameisterschaft. Und dann verliert man, scheidet aus. Ja, Glückwunsch an die Leistung, aber wie gesagt, das wollt ihr gar nicht hören. Seid ausgeschieden. Die Italiener haben auch eine starke erste Halbzeit gespielt. Ihr wart in der zweiten Halbzeit ganz nah dran, in Führung zu gehen. Auch ein Abseitstor von Arnautovic war dabei und die Italiener waren halt dann zum Schluss cleverer. Chiesa hat es dort natürlich hervorragend gemacht und dann haben sie gleich das 2 zu 0 folgen lassen. Und weißt du was? Oder wisst ihr was? Ihr habt es nicht aufgegeben, ihr habt weiter an euch geglaubt und nach dem 2 zu 1 hattet ihr eigentlich noch die Chance, ein zweites Tor zu machen. Ihr habt einige Chancen liegen lassen und das ist dann entscheidend bei so knappen Spielen. Man muss die Chancen ausnützen, man muss sie verwerten, aber trotzdem, ich glaube, ganz Österreich ist stolz auf euch. Ihr habt es, wie gesagt, die Farben Österreichs gut vertreten bei dieser Europameisterschaft. Und auch sehr viel mitgenommen für die Zukunft. Die Einstellung, die der Trainer euch mitgegeben hat, nicht von der Mentalität, sondern auch das, was ihr auf dem Platz machen solltet, habt ihr super umgesetzt. Es war ein Spielsystem zu erkennen, es war Aggressivität dabei, es waren auch technisch gute Passkombinationen im Spiel mit eingebaut. Und ich glaube, dass ihr wirklich das gespielt habt, was wenige von euch erwartet haben, gerade nach den letzten Ergebnissen vor der Europameisterschaft. Und man hat vor allem heute gesehen, wie wichtig sind Einwechselspieler. Franco Foda hat natürlich auch schon in den letzten Spielen einige eingewechselt, die dann ihr Tor gemacht haben. Heute auch wieder, auch die Italiener, zwei Einwechselspieler. Und deswegen ist es, wie gesagt, sehr wichtig, dass man als Trainer die Möglichkeit hat, von der Bank her Qualität ins Spiel zu bringen. Also, nicht zu viel jetzt nachdenken. Ja, lasst die Köpfe nicht hängen. Ihr habt noch ein weiteres Ziel, nämlich nach der Sommerpause beginnen die WM-Qualifikationsspiele. Da geht es weiter mit den nächsten schwierigen Aufgaben. Ihr seid ein bisschen im Rückstand da und so ein Turnier gibt Selbstvertrauen, auch wenn ihr jetzt im Achtelfinale ausgeschieden seid. Aber ihr seid gegen eine der stärksten Mannschaften der Welt ausgeschieden. Und deswegen, wie gesagt, Österreich ist stolz auf euch. Die Fans werden euch nicht feiern, aber sie werden wieder an euch glauben. Und das ist ja auch schon mal wichtig. Ich drücke euch die Daumen für weitere gute Spiele und danke für die tollen Spiele bei dieser Europameisterschaft 2021.